Enttäuscht? Weiß nicht. Vielleicht ein bisschen. Ach, wir kommen schon gut miteinander klar. Hey, Panam. Bleibst du eine Weile? Nee, bin gleich wieder weg. Wir reden das nächste Mal. Hey, welches nächste Mal? Okay, hier gibt's einen Dog, kein Fixer. Hast du einen Neuzugang mitgebracht? Was soll davon? Was hast du denn so im Angebot? Zieh dich in aller Ruhe um. Ja, dann zeig ich mal. Was hast du? Gutes Zeug oder eher weniger? Legendär. Alles klar. Was kostet mich denn der Spaß? 48.000, ja, nice. Okay. So. Komm schon. Ich habe viel zu viele Waffen im Inventar. Hohoho. Das wäre ja schon cool, wenn ich das kriegen könnte. Ein legendäres Maschinengewehr. Das hätte auf jeden Fall was, aber für 48.000. Das kriege ich jetzt nicht so schnell zusammen. Was haben wir denn hier? Ich will mich chippen lassen. Gleich auf den Punkt. So mag ich's. Ne. So, was hast du denn alle? Alles klar, Upgrade. Was haben wir denn hier? Erhöht die Breach-Dauer des Breach-Protokolls um 100%. Alles klar. Wir waren jetzt sowieso noch 1000 Mal neu verkabeln. Langsam die Zeit, 2 Sekunden lang, um 30%. Um 30% begegner dich bemerken. Geil. Okay. Boah, teuer. Erhöht die Tragekapazität um 40%. Ja, nice, nehme ich. Betriebssystem. Was habe ich denn jetzt? Verbessert deine Sicht. Freies Hardware-Mod-Slot. Na, zack. Ich glaube, ich habe kein Geld mehr. Aber das passt schon. So, erstmal der Lager leer gemacht. Sorry. Alter, was ist das denn für eine Bombe? Hilfst du mir mal? Was ist da drin? Ein paar nützliche Kleinigkeiten. Solltest du mitnehmen. Okay, das war alles. Auf geht's. Kann ich das Gewehr haben? Hast du dich mit Zoll versöhnt? Kommst du zurück? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Sie? Hallo? Kommst du nachher bei mir vorbei, Süße? Nächstes Mal, Ellie. Versprochen. Yes, yes, yes. Oh, da im Hintergrund ist die Stadt. Boah, wenn man jetzt mal sieht, wie weit wir schon weg sind, ne? Und dann weg. Ja, ja. Na los, hau schon ab. Und meld dich mal. Pass auf sie auf, wie. Pack's in den Kofferraum. Alles klar. Nice. Wir können los. Spring rein. Sorry, ich habe gerade was getrunken. Rocky Ridge. Ein leeres, staubiges Loch mitten im Nirgendwo, oder? Die Bewohner sind alle nach Night City oder sonst wohin abgehauen. Mehr muss man über den Ort auch nicht wissen. Die Gegend hat auf einen neuen Schnellstraßenanschluss gewartet. Das sollte wieder Leben in die Stadt bringen.
Ist natürlich nicht passiert. Was meinst du, wie viele Geisterstädte gibt es wohl? Hunderte? Im ganzen Land? Tausende. Bin neulich die I-80 runtergefahren. Du musst nur nach Sonnenuntergang rechts ranfahren. Dann ist es ruhig. Und du hörst es. Was denn? Wie der Wind durch die zugenagelten Fenster heult. Und die Wüstenbüsche über den trockenen Sand rollen. So sterben Städte. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Seufzer. Einem Wimmern. Eieiei. Waren die beiden beim Militär? Scorp und Mitch? Ja, Panzerjung. Hatten Verträge im letzten Krieg. Panzerjung? Haben Sie diese riesigen Transporter geflogen? Scorpion, ja. Mitch war für die Sicherheit zuständig. Mhm. Jetzt haben sie beide ein paar krasse Kampfimplantate und einen Haufen abgefuckter Albträume. Ah, super. Mitch und Scorpion scheinen gute Kerle zu sein. Bessere Freunde gibt es nicht. Ich meine, an ihrer Stelle würde ich auch im Lager bleiben. Scheiß auf Saul und seine Generatoren. Aber der Clan geht immer vor. Aber ich gehöre ja nicht mehr dazu. Sie haben dich immer noch wie eine von ihnen behandelt. Du bist ihnen wichtig. Mhm. Was ist mit dir? Hast du jemanden? Im Moment nicht, nein. Aber wer weiß, was sich noch entwickeln könnte. Okay. Scheint, als hättest du ein Autoritätsproblem. Was? Erst Rogue, jetzt Saul. Ist er dein Anführer? Ihr Anführer. Hattest es aber eilig, dich schnellstmöglich zu verpissen. Sagen wir einfach, Saul wäre nicht erfreut, mich zu sehen. Was ist passiert? Wir kamen nach Kalifornien, weil er Veränderungen für die Aldecaldos versprochen hat. Meinte, wir würden ein neues Kapitel beginnen. Aber du hast es ja selbst gesehen. Wir haben Zelte und einen Haufen Sand und Staub bekommen. Geiles Paradies. Ich wollte was anderes, was Besseres. Aber Saul ist ein verdammter Feigling. Er bedeutet das Ende für diesen Clan. Das weiß ich genau. Alles klar, ich glaube, wir sind da. Sieht okay. Ja jetzt schon abgeratzt aus. Wir sind da. Gut, was jetzt? Wir müssen für die Ruffen bereit sein und wir haben nicht viel Zeit. Also müssen wir improvisieren. Wir sollten uns umschauen. Vielleicht finden wir was Nützliches. Alles klar. So, steppen wir mal alles ab, was hier so. Was es hier so gibt. Bin ja mal gespannt. Aha, guck mal hier. Hier dein Zeug, gib mir dein Zeug. Okay, auch nicht schlecht. Alles mitnehmen. Sieht ja schon krass aus. Wäre ja cool, wenn man hier die Automaten auch noch benutzen könnte. Theoretisch. Okay. Oh lol. Okay, hier ist ein Loch. Nicht so gesund. So. Ah ja, und runter. Okay, hier ist zu. Lol. Kenne ich die Geräte in der Umgebung? Okay. Dann raus hier. Jetzt kenne ich die Geräte in der Umgebung. Welche Geräte? Aha. Rocky Ridge ist so tot, wie man nur sein kann. Alles ist kaputt, nichts funktioniert. Und? Hast du was gefunden? Ein paar Sachen. Hab nichts gefunden. Hast du eine Idee? Also, die Ruffen kommen nach Sonnenuntergang und wir bereiten eine Überraschung für sie vor. Wir brauchen nur irgendwie Strom. Keine Chance. Hier läuft gar nichts. Also gut. Bringen wir es wieder zum Laufen. Alles klar. Wenn du das sagst, bin ich dabei. Ah, okay, alte Generatoren, glaube ich.
Wo ist die? Ah, okay. Scanner. Ich scanne. Okay. Ich muss auch irgendwie hochkommen. Komm. Zack, zack. Hab die Schalter gefunden, aber da ist kein Strom drauf. Keine Sorge. Komm runter. Ich weiß, wie wir die Mistkerle überraschen. Alles klar. Wenn du das sagst. Okay. Also, die Kreuzung kriegt ihr Licht von der Trafostation, ja? Wenn wir den Schalter vom Verteiler auf dem Dach umlegen, geht da die Festbeleuchtung an. Verstanden? Okay. Planst du ein gutes, altes Ablenkungsmanöver? Ganz genau. Erstens wissen wir nicht, wie viele kommen. Ich denke mal, eine beachtliche Menge. Zweitens müssen wir irgendwie zu meinem Auto kommen. Und das wird nichts, wenn die alle zusammenbleiben. Also führen wir eine kleine Lichtshow an der Kreuzung auf. Ja, mal ein bisschen Leben in diese staubige alte Ruine bringen. Sobald sie die Lichter sehen, müssen sie nachgucken, wer das war und wieso. Perfekt. Okay, zuerst müssen wir an das Terminal unten. Sonst ist der Verteiler auf dem Dach eh für nichts gut. Am besten benutzen wir die Autobatterie zum Starten. Das sollte funktionieren. Alles Warte klar. An der Trafostation auf mich. Das Auto bringe ich mit. Alles klar. Ich warte hier unauffällig. Kann ich noch ein paar Sachen scannen? Okay, ich kann hier nichts scannen. Kann ich hier die Tür aufmachen? Ja! Yeah. Nice! Okay. Ach, da ist sie ja schon. Nice. Die Steuertafel sieht noch gut in Schuss aus. Ich stelle einen Schaltkreis zur Stromquelle her. Das sollte funktionieren. Wir müssen das Ganze nur zum Laufen bringen. Hol die Starthilfekabel aus dem Kofferraum. Wir nehmen einfach die Autobatterie. Alles klar. Okay. Ich habe ganz viel Scheiß aufgemacht. Eingesammelt. Rotes Kabel verbunden. Moment. Ich muss hier noch alles anschließen. Okay. Ah, alles klar. Und jetzt noch das Schwarze. Das war's wohl. Aber die Klapperkiste hat gute Arbeit geleistet. Okay, Strom ist an. Starte das Terminal drin und dann geh aufs Dach, sobald der Strom im Gebäude an ist. Wird gemacht. Ich geh hoch auf den Turm. Dann haben wir die ganze Kreuzung auf dem Präsentierteller. Leg die Schalter um, wenn ich dir das Signal gebe. Verstanden? Yes, ma'am. So, dann schauen wir mal. Aha. Müssen wir warten? Gut. Der Verteiler hat Strom. Cool. Dann lass uns etwas Spaß an der Kreuzung haben. Gehen wir in Position. Alles klar. Jetzt warten wir. Denk dran. Sobald wir sie sehen, schmeißt du den Strom an. Okay. Aus welcher Richtung kommen die Ruffen? Eine Ahnung? Nordosten, vermute ich. Von dem Freeway, der nie fertiggestellt wurde. Ja, witzig. Okay, gib mir zur Sicherheit Deckung. Natürlich. Alles klar. Da kommen sie, in meinem Thorn. Siehst du ihn? Nicht wirklich schwer zu übersehen. Lass sie uns überraschen. Lass uns das leise regeln. Wenn was passiert, niete ich sie einzeln um. Klingt gut. Aber wie? Alles klar. Wo ist dieser Wichser-Boss? Ihr wartet hier auf sie. Mach dich bereit. Jetzt heißt es Showtime. Alles klar. Es werde Licht.
Schnapp dir den Autosplitter. Die Fahrerin hat ihn. Such nach dem Mädel mit dem Mohawk. Also ein bunter Haufen. Alles klar. Warte mal. Wäre ja witzig. Doch, hier. Ah ne, wir haben keine Punkte übrig. Schade. Ich bin drin. Ruft mich, wenn ihr sie seht. Alles von hier ausschalten. Okay. Okay, die kann ich nicht scannen. Schade. Okay. Alles. So, können wir da hier jetzt noch was machen? Okay, die kriegen jetzt alle irgendwie. Okay, die gehen da jetzt alle rein, mehr oder weniger. Alter, was ist das denn jetzt? Und zack. Okay. Oh, da oben ist noch einer auf dem Dach. Fuck. Komm, dreh dich um. Dreh dich um. Okay. Werden alle gehackt. Ach, ganz ehrlich, ich bin ja sowieso nicht der Bot, was der. Aufgeflogen. Scheiße. Gib dir Deckung. Haben Sie endlich was einfach? Ja, sowas mag ich. Keine Gnade! Heil! Komm mal heilen! Dann läuft der Hase. Toll. Und zack! Ich liebe das Töten! Und zack. Boah, sieht das so klingt geil. Ich hab doch Heilung gedrückt. Was ist denn da los, ey? Erstmal was kriegen. Kriegen den Frust. Such nach dem Mädel mit dem Mohawk. Also ein bunter Haufen. Seht euch um. Sucht jeden Winkel ab. Alles klar. Versuchen wir uns mal irgendwie ranzuschleichen. Bin ja mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Warte mal, hab ich eine Pistole ausgerüstet? Ich hatte nämlich gerade das Symbol für eine Pistole.
Ha. Ha. Strange. Jetzt habe ich grüne Schuhe an. Ist klar. Na gut. Und bleibt das erstmal so. Vielleicht muss das erstmal irgendwie außerhalb da irgendwie an. Dann dürfte er eigentlich schon laufen. Wieder Ninja. Wenn ich irgendwann mal irgendwie rankomme. Den auf der Tankstelle muss ich jetzt eigentlich als erstes irgendwie ausschalten. Deswegen ab nach oben. Ach, da oben ist auch noch jemand. Kacke! Ach, die Antenne Cat, ich glaube, die wird auch noch hacken können. Okay. So, einen haben wir ausgeschaltet. Oh, guck mal, hier läuft der eigentlich noch ein anderer rum. Oh, okay. Ist nichts gesehen.